Paul Neff hier, das Ding, The Beat Thang, zurück zur Werkseinstellung. Die Werkseinstellung ist eine echt knifflige Geschichte. Laut BKA-Website ist es ganz einfach: Buttons runterdrücken, anmachen, Buttons gehalten. Und dann landet man im Untermenü, drückt einen Knopf und dann ist alles futsch. Dann funktioniert gar nichts mehr. Ich bin durchgedreht. Also, es geschieht folgendermaßen: Zuerst schickt ihr mir. Schreibt ihr mich an und dann schicke ich euch eine Datei zu. Das ist eine ZIP-Datei. Die ZIP-Datei entpackt ihr und da ist ein Ordner und von dem Ordner die Dateien ladet ihr auf eine SD-Karte. Die SD-Karte kommt dann in den Beat-Thing, also in das Ding. Ja? SD1-Slot oder SD2-Slot, ist jetzt erstmal egal. Hauptsache rein, ja? Genau, so läuft das. Also was bei BKA steht, stimmt so nicht mehr anscheinend. Ich hatte echt Stress. Ich habe da mit Amerika telefoniert und zwar mit dem Boy D, das ist der hier, die LPs. Der hat auch schon ein Tutorial darüber gemacht, wie man die Factory Preset Reset macht. Er hat mir diese Datei geschickt, hat mir gesagt, wie es funktioniert und es hat wunderbar geklappt. Ich war kurz davor, das Beat-Thing, also das Ding wieder zurückzugeben. Na gut, hier schaut mal, Boy D aus Amerika macht das Beat-Thing an, drückt die zwei Buttons links oben runter und jetzt wird abgewartet. Und gleich landen wir im Unterprogramm, im Unterbewusstsein vom Ding. Trink gerade Kaffee. So, jetzt sind wir da. Also Achtung, hier bitte nicht rummessen. Könnt ihr ganz schön viel falsch machen und das ganze Programm dahin jagen. Okay, wenn ihr da seid, steht dort auch, bitte System drücken, macht es nicht. Das ist Bullshit. BKA muss da wirklich endlich mal Aufklärungsarbeit leisten. Install App drücken. Ihr habt also die SD-Karte drin mit dem Inhalt, den ich euch zugeschickt habe oder wo ihr anders her habt, aber fragt mich ruhig, wie gesagt. Install App gedrückt. Und jetzt fängt's an. Jetzt geht's richtig los. Gleich geht's ab. So macht man den Factory Reset. So, jetzt geht's los. Da. Jetzt lädt sich das Ding neu auf und das dauert jetzt auch endlos lange, 10 Minuten, 15 Minuten. Danach schaltet sich das Ding von alleine ab. Dann macht ihr es wieder an, dann seid ihr auf 1.0, geht über die BKA-Seite und macht eure Upgrades. Also, viel Erfolg. Schreibt mir.